Es ist wichtig, in Jugendbeteiligungsprozessen als Projektverantwortlicher zwischen den Jugendlichen und der Verwaltung zu kommunizieren. Hierfür können durchaus Online-Tools genutzt werden. Die Ideen und Vorschläge der Jugendlichen müssen so aufbereitet werden, dass sie für die Verwaltung nutzbar sind. Dies ist in der Regel schriftbasiert. Als ergänzende Informationen können auch andere Formate der Projektdokumentation genutzt werden. Dies aber bitte nur in Absprache mit der Verwaltung. Genauso wichtig ist es, Prozesse und Abläufe transparenter und verständlicher zu machen, besonders für die Jugendlichen. Dies beansprucht viel Zeit und sollte bereits mit Beginn der Projektplanung bedacht werden. Plant auch Zwischenziele oder Meilensteine ein, um erste Erfolgserlebnisse während möglicher Wartezeiten zu schaffen. Sie haben den Überblick verloren? Unter jugend.beteiligen.jetzt/Videoreihe und auf unserem YouTube-Kanal können Sie sich alle bisher erschienenen Folgen der Webvideoreihe noch einmal ansehen. Über die Playlist, rechts neben diesem Video, gelangen Sie direkt zu den einzelnen Fragen dieser Folge.